Hey Freunde und herzlich willkommen zur 13. Etappe der Tour de France 2022. Es geht nach Saint-Étienne auf einer ziemlich interessanten Topografie. Ich weiß noch nicht, wie das Ganze ausgehen wird. Ich habe ein paar Ideen, was vielleicht gehen könnte. Da müsste aber wirklich die Position im Hauptfeld jetzt stimmen zu Anfang und natürlich auch die Tagesform und alles Mögliche. Deswegen würde ich sagen, wir starten rein und schauen einfach mal, was möglich ist auf der heutigen Etappe. Und das Rennen geht los und ich habe nur Nils Pollitt wirklich vorne. Und Konrad hatte ich auch noch vorne. Ich werde versuchen, mit Nils Pollitt auszureißen. Hat eigentlich ganz gute Werte und vor allem auch nochmal ein relativ endschneller Mann. Das heißt, falls wir dann durchkommen sollten, möglicherweise derjenige, der dann auch die Etappe gewinnen könnte. So einen Etappensieg mit Nils Pollitt würde ich auf jeden Fall schon fühlen. Deswegen, ja, fahre ich jetzt erstmal nach vorne, damit ich auf jeden Fall mit in der Ausreißergruppe kommen kann. Und ja, also wirklich mit Nils Pollitt habe ich doch, glaube ich, da schon so ein bisschen Chancen. Bauke Mollema ausgerechnet. Bei so einem Profil, der ausreißt, finde ich spannend. Oder auch nicht. Vielleicht jetzt doch wieder. Ja, das ist manchmal ein bisschen komisch. Finde ich. Aber gut. Wir haben Nylons schon wieder. Der reist hier in dem Spiel gefühlt fast immer aus. Geniez haben wir auch noch. Luxemburger Geschke, de Klerk und Barthez. Außerdem noch De Wulf, Bonnamour, Jungels. Hey, Scoins. Leknesund will auch noch mit. Foulet und Legac. Wer will eigentlich noch alles mit? Ich habe keine Ahnung. Was ich vielleicht vergessen habe, ist auszuwählen, dass die am. Die Position am vorderen Ende des Feldes halten sollen. Ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen untergegangen. Sind eher so ganz am Ende. Das mag ich immer nicht. Da kann viel passieren, gerade in diesem Spiel, aber auch in echt natürlich. Ich bin mit Pollitt vorne und wir führen hier die Gruppe und ja, müssen jetzt nicht so viel da jetzt schon investieren. Klar, wir müssen hier wahrscheinlich auch ein bisschen investieren. Wir haben natürlich aus der Gruppe wahrscheinlich so ein bisschen eine Favoritenrolle, aber ich meine, hier werden auch bestimmt zwei Leute aus einem Team sein und ja, so ist es. AGDR und BNB und so sind hier auf jeden Fall. Oh. Ja, gut. So viel zu dem Thema. Die wurden wieder eingefangen, aber ich möchte natürlich wieder mitgehen und das sind wieder Nylands, Geschke und Jungels auch. Fahrer, die es jetzt schon beim ersten Mal versucht haben. Auch sehr cool hier mit Geschke zum Beispiel zusammen auszureißen. Das finde ich super. Das gefällt mir. Ist auch dann wahrscheinlich einer unserer Konkurrenten. Ja, das sind eigentlich alle gute Konkurrenten. Das ist jetzt. Die wollen direkt weiter angreifen. Ja, dann gehe ich mal wieder mit. Ginz, Bonamur, Scoins und De Wulf. Und es scheint die Ausreißergruppe zu sein. Das sind die Fahrer, die mit dabei sind. Falls wir durchkommen, ich würde sagen, ich habe schon gute Chancen, Cosmefreunde und so. Sie sind natürlich auch nicht schlecht, aber ich denke mal, ich hätte gute Chancen, hier was zu bewegen. Im Zwischensprint scheine ich auf jeden Fall der stärkste Mann zu sein. Das hat auch ganz gut funktioniert und ich glaube, oh je, die Gruppe hier ist auch schon fast dabei. Tatsächlich, ja. Vielleicht sollte ich einfach jetzt von hinten raus mit Sam Bennett sprinten, weil eh schon eine schlechte Position und wir haben hier auch diese Kurve und ja, bis der erstmal durchkommt, ich glaube, dass ja, es gibt nicht mehr Punkte. Schade. Actually recht schade, vor allem weil Jun, glaube ich, ja noch welche bekommen hat, aber auch Jakobsen und so. Aber es sind auch nicht mehr viele. Also sieben, ja, 7 Punkte tut schon ein bisschen weh, bin ich ehrlich. Ach, warte, wobei, vielleicht kriege ich sogar noch einen. Oder? Wie sieht's aus? Habe ich noch einen bekommen? Nope. Pedersen hat noch. Das ist. Wo ist. Ach, da. Ja. Knapp, knappe Kiste. Und wir sagen, weiter geht's. Ja, ich würde sagen, es ist richtig schlecht gelaufen. Sam Bennett van Poppe und Ryan Mullen wurden alle über einen Hügel gehangen und ich habe halt eben nur auf Nils Pollitt geschaut, deswegen habe ich das viel zu spät mitbekommen.
Hat natürlich Sam Bennett viel Energie gekostet und auch von Poppel Mullen, um Bennett da wieder zurückzuführen. Die sind jetzt auch immer noch hinten dran. Ist einfach doof, aber jetzt auch kein Weltuntergang. Was wahrscheinlich für Quickstep ein Weltuntergang ist, dass Jakobsen ganz alleine noch hinten fährt. Also ich war nicht der Einzige mit Problemen. Immerhin etwas. Ja. Aber hier eben Sam Bennett sieht auch sehr schlecht aus von der Energie. Pollitt hat es auch nicht geschafft, in der Ausreißergruppe irgendwie ordentlich mitzuarbeiten. Vielleicht auch meine Schuld. Genau. Wurde deswegen auch abgehangen. Habe ich mir jetzt auch gedacht, ach komm. Ist okay. Ich glaube eh nicht, dass die Ausreißergruppe durchkommt. Nur noch 2 Minuten Vorsprung. Dafür kann jetzt eben Sam Bennett noch ein bisschen schützen. Aber ich glaube auch nicht, dass ich wirklich Hoffnung habe, dass Sam Bennett diese Etappe gewinnen wird, wenn ich ehrlich bin. Und aufgrund dessen werde ich eher versuchen, mit Vlasov und Schachmann vielleicht irgendwie einfach mal so in die Top 10 mit reinzufahren. Vielleicht nochmal ein paar Punkte vielleicht mit Vlasov zusammen, actually, für das goldene Trikot. Das habe ich ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass das vielleicht auch nochmal was ist, was ich angehen könnte, weil Vlasov ist halt Vierter in der Punktewertung mit 121 Punkten. Wir haben Bennett gerade mal mit 11 Punkten mehr und das ist ein Sprinter. Also, was das Thema angeht, ich müsste, glaube ich, mal kurz Wasser holen gehen mit Pollitt. Ja, ich übersehe hier immer noch ein bisschen, das ist so das Ding, aber ich glaube, noch hält sich alles im Rahmen und es ist jetzt kein Grund, hier irgendwie in Panik zu verfallen oder alles abzuschreiben. Ich habe immer noch vielleicht Hoffnung, dass ich das sogar mit Blas auf eine Top-10-Platzierung einfahren kann. 71er Sprint wird heute sogar 76er Beschleunigungswert. Könnte klappen. Vielleicht sogar Sam Bennett eben als Anfahrer führen. Wobei das schwierig ist mit dem bisschen Energie und Pollitt. Ich habe doch. Eigentlich sollte der doch Bennett danach schützen. Vielleicht mache ich aber. Nehme ich aber auch Pollitt als Anfahrer. Beim Being Honest. Ich stehe erstmal wieder alle auf 80. Dass bloß keiner irgendwie mir da wieder durchs Feld rutscht. Und das ist vielleicht eine Idee. Pollitt als Anfahrer zu nehmen. Schachmann, Konrad Kemner zu fünft. Dann Bennett einfach sein eigenes Ding da durchfahren zu lassen. Und er soll probieren, was geht, aber schlussendlich wird wahrscheinlich nichts gehen. Wenn wir ehrlich sind, Ausreißergruppe wurde ja auch jetzt schon eingefangen. Wir sind gleich bei 10 Kilometern, das heißt, es wäre schon smart, jetzt langsam mal den Zug aufzustellen. Ja, ich fahre jetzt hier nochmal eben rüber, dann sollte sich das nochmal ein bisschen entzerren. Ja, ein bisschen, genau. Achso, stimmt, es sind eh hier die vorne. Wobei Pollitt ist halt hinten, ne? Ja gut, dann müssen Pollitt erstmal entweder Pollitt vorne, nach vorne kriegen oder halt Pollitt rauslassen, aber dann würden wir eh später starten. So. Mit dem Zug, deswegen habe ich da jetzt noch ein bisschen Zeit. Zumindest an die 9-Kilometer-Marke. Wo ist Pollitt jetzt? Er war noch zu weit hinten. Ich würde sagen, dann mache ich jetzt mal so bei 8,5, mache ich hier mal meinen Zug. Vlasov. So. Hinter. Ach man. Naja, wegen dem Sprint- und Beschleunigungswert. Mache ich das so. Oder ein Pollitt mache ich so. Jetzt wird nicht mehr mit der Gruppe durchkommen, so wie es aussieht. 75er oder 80er Wert, sage ich jetzt erstmal. Jürgen Kemner. Hätte wahrscheinlich wieder ein bisschen eingequetscht. Man kennt's. Und wir haben ein sehr kurviges Finale. Müssen wir auch in Betracht ziehen. Das heißt, ich kann ein bisschen mehr Gas geben, weil das natürlich auch Energie spart, diese Kurven. Da kannst du halt nicht volle Kanne rein pedalen und ich komme nicht durch, aber Pollitt kommt durch und Kemner ist gestürzt. Kemner ist gestürzt und Vlasov ist halt dadurch jetzt hinten und das ist jetzt, also. Doof. Ich guck mal, dass er wieder hinten rankommt, aber ich weiß es halt nicht. Das wird halt auf jeden Fall schon viel Energie kosten, aber ich mache einfach jetzt mal so weiter. Wir haben hier halt immerhin noch mal ein paar gute Fahrer. Guck mal, wie viel Gas sie da vorne geben. Heidewitzka.
Aber halt, also das Problem ist noch so weit hinten. Ich glaube. Ich glaube, das wird eine richtig, richtig erfolglose Etappe. Wenn ich mal ehrlich bin. Ja, das ist richtig, richtig schlecht gelaufen bisher. Dann gehe ich mit Schachmann für eine gute Etappenwertung wahrscheinlich. So sieht es aus. 3,1 Kilometer. Das heißt noch nicht die 99. Erst jetzt. Ich kann auch direkt für den Sprint gehen. Wie gesagt, es ist so kurvig hier, dass der rote Balken wahrscheinlich kaum alle gehen wird. So sieht es erstmal aus. Ja. Und jetzt Rollet und Konrad kann kaum das Hinterrad halten. Nein, Vlasov. Och nö. Och nö. Ja, Konrad ist jetzt nicht gerade der beste Anfahrer, ne? Ist halt auch so das Ding. Noch bei 1,3 Kilometer. Ach so, Klebchen kann ich noch nicht. Oh Gott, es läuft alles heute. Gefühlt so schlecht, wie es laufen kann. Ich kann hier jetzt noch nicht sprinten, oder? Kommt da nochmal. Ja, aber das ist nicht genug Kurve. Van der Poel fährt davon, es ist krank. Ja, das ist eigentlich echt so eine Van der Poel-Etappe, würde ich behaupten. Christoph sprintet ja noch. Warte, ich kann mal hier eben in die Geschwindigkeiten reingucken. 55, ja. Ja, dann versuche ich das Hinterrad von Christoph zu erwischen. Was mir natürlich absolut nicht gelingt. Ja, selbst Sprint macht schon fast gar keinen Sinn. Und du, mein Freund, du sprintest auch einfach selber. Ich hoffe, dass ich keine Zeit verliere mit Vlasov. Das wäre ein bisschen unnötig. Auf dieser Etappe. Und so viel zum Thema Van der Poel fällt allen davon. Es ist Aranburu. Alex Aranburu, der diese Etappe gewinnt. Aus dem Feld heraus. Würde ich schon mal so behaupten. So, mach einfach nochmal die letzten Meter selber. Wirklich unglaubliche Leistung. Ich denke in echt, also das wäre ein Schocker. Ride auch auf 3 ist auch super stark. Fährt aber auch hier in dieser Simulation eine richtig, richtig starke Tour. Ich meine, sollte der Jungfahrerwertung übrigens. Van der Poel hat es nicht durchhalten können. Christoph wäre das richtige Hinterrad gewesen, aber keine Chance für Schachmann da dran zu bleiben. Vlasov ist mittlerweile wieder in dieser Gruppe gewertet. Ich hoffe, dass das auch am Ende tatsächlich so rauskommt. Und ich würde sagen, wir müssen ein bisschen weiter simulieren. Schachmann wird nicht mehr vorbeiziehen. Ja. Hängt wirklich buchstäblich am Hinterrad dran von Martinez. Und Konrad ist der nächste von dieser Gruppe. Und ich hoffe, dass sie zeitgleich gewertet wird. Aber auch Roglic war in der Gruppe. Deswegen. Ja. Kemner hat sogar Zeit verloren heute. Aber ja, ich stimme, er ist auch gestürzt, klar. Ja. Wir werden mal sehen. Es könnte ein kleines Time Gap geben. Und Jakobsen kommt als letzter rein. Obwohl er zu den Favoriten gezählt wurde, kommt als letzter. Das ist schon irgendwie funny. Wir schauen uns die Ergebnisse an. Und haben wir einen Zeitabstand? Das wäre natürlich doof. Meistens war das immer gut für uns, aber ja, tatsächlich. Konrad quasi sogar noch der Mann, der es versucht hat, zusammenzufahren. Aber 18 Sekunden verloren. Es ist doof. Es ist aber, nee, ja, wieder mal kein Weltuntergang. Ansonsten, ja, wie gesagt, das war wirklich eine Etappe zum Abschreiben für uns. Aber dafür haben wir auch ein paar richtig gute Etappen gehabt. So. Wir haben sogar eine Top-10-Platzierung. Wir haben sogar eine Top-10-Platzierung. Das fällt mir jetzt erstmal so richtig auf. Peter Sagan, nee, ich habe mich doch Favorit eingeschätzt auf 11 sogar hinter Schachmann. Ja, nach wie vor hier ändert sich nichts. 3 Minuten noch vor Enric Maas. Schachmann auf Platz 13, aber 20 Minuten Rückstand. Ja, hier. Ja, es wäre heute eine Chance gewesen, Vlasov, aber hat halt nicht geklappt durch den Sturz von Kemna und allem. Drum und dran. Ja. Und jetzt sogar Pogacar hier, der engste Verfolger von Caleb Ewan. Ich glaube, wir müssen uns das grüne Trikot fast schon abschreiben, wenn wir ehrlich sind.
Sam Bennett hinter Caleb Ewan eigentlich so gut wie keine Chance. Vlasov hinter Pogacar so gut wie keine Chance. Je nachdem, wer von beiden das gewinnen würde. Ich hätte eher Caleb Ewan, die beiden werden da nicht rankommen, glaube ich. Leider, leider. Bergwertung, ja, auch nichts Neues und ja, auch die Teamwertung. Wie gesagt, heute echt so eine Etappe zum Aufschreiben. Aber ich meine, guck mal, wir haben einen richtig krassen Abstand auf Platz 4. Also wir haben immerhin mindestens Platz 4 in der Teamwertung. So wie es momentan aussieht. Das ist doch auch schon mal was Gutes. Und wir haben eine richtig spannende kommende Etappe schon wieder. Ich finde das Profil, diese Tour de France echt bisher spektakulär, wirklich. Also gerade auch im Pro Cycling Manager, das macht übel viel Spaß. Wir haben so viele verschiedene Etappen, wo man so viele verschiedene Sachen machen kann mit verschiedenen Fahrern, verschiedenen Werten. Das ist also wirklich abwechslungsreich und macht echt Bock. Wir haben Pogacar als Favoriten. Wir haben auch Schachmann im Favoritenkreis. Wir haben aber auch Vlasov im Favoritenkreis. Das heißt, vielleicht geht morgen was, wenn wir Schachmann und Vlasov wieder so einsetzen, wie ich glaube bei Etappe 6, wo wir ja mit Vlasov und Schachmann wirklich diesen Doppelschlag hatten. Und ich meine, oder? Ich glaube, nee, 1 und 3 irgendwie, 1 und 2, ich weiß es nicht mehr sicher. Ja, also das sieht aus, als können die hier was holen. So sieht es bei uns ansonsten aus. Ich hoffe wirklich, die nächste Etappe läuft wieder ein bisschen besser als die vorhin. Und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.